Oh, 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 oh. Komm her, du Mistviech. Und jetzt, la Spinne de Vogel. Ich brauch sie gerade nicht, es geht nur um die Erde. Du bist ein Rumpf! Du bist schuld, Kelly. Du hast mich abgeleckt. Genau du. Medika ist eine Frau fast heulend zusammengebrochen, weil sie sich an einem Karton geschnitten hat. Hat rumgeschrien, ich bin infiziert, ich sterbe. Okay, war sie jetzt infiziert oder dachte sie, sie wird davon infiziert? Also manche sind halt echt schon, ne? Gut, dann sind wir hier. Wir merken uns, wir an den blöden Mistviecher von hinten anschleichen. Ne, nie da. Hier ist kein Platz zum Aufhängen, willst du mich verarschen? Ah, geht doch. So, das da ins Lager. Der sieht mal nice aus, oder? Ins Lager. Ins Lager. Den haben wir vergessen. Kommt davon, wenn man zu viel Bild liest. Die kann ja nichts anderes, anderes als Angst, Panik und Hass zu schüren. Sonnenblümchen musste an der Kasse, kurz vor der Kasse niesen. Die Blicke waren echt zum Schreien komisch. Ja. So. Aber, wenn wir gerade schon mal da sind. Oh. Hey, Disco! Ah, kann's ausgehen, nicht? Okay. So, er macht hier so lange mal Pumpi Pumpi. Na? Und, also, warte mal, ich wollte vorher mal das Inventar gucken. Warum kann ich nicht ins Inventar, wenn der liegt? Okay. So, der macht hier mal kurz Pumpi Pumpi, bissele, ne, damit er irgendwann der Vogelspinne her wird. Abala. So. Was machen wir denn nur? Ausgeräumt habe ich, ne? Genau, ich wollte die, geht doch nicht. Ich wollte da. Ulme Baum. Ah, okay. Die Dinger wollte ich hier fangen, ne? Für den Buhuda. So. Wir sind hier überall auf der Insel, hat er gesagt. Gehen wir doch mal gucken. Was war das denn? Also. Oh, Mopfeln nehmen wir mal mit. Ah, guck mal. Hab dich. Fünfe hat er gesagt, brauchte er, ne? Ein Buhu-Seelenfragment, das war der dritte. So, dann müssen wir wieder schumpen. So, müssen ja hier auch irgendwo ein paar rumfliegen, oder? Zwei Stück fehlen noch. Oh, Mopfe. Ah, lalalala. Oh, komm, den fetten Brocken, den holen wir uns mal kurz, oder?
Geld für Blümsche. Oh, da kriegt Blümsche lecker Kapfen. Blümsche, meine schöne Angel. Das war nicht lieb. So, habe ich mit dir heute eigentlich schon gelabert? Ja, ach ja, ich habe gehört, du hilfst. Doch, mit dem haben wir schon geredet. So, ja, was macht man an der Werkbank? Man stellt was her. Die brauchen wir. Ging da einfach unsere leckere Angel kaputt. So, lassen wir weitergehen. Haha. Nein. Alter, die waren auch schon mal weniger widerspenstig, die Viecher. Mach dich weg. Einfach mal die viel leichter zu fangen, die Mistviecher. Ah, warum geht denn nun nicht? Heyo, Dragon. Tigerle ist gerade richtig pissig. Allmählich nehme ich es echt persönlich. Wo ist das Mistviech? Ah, da verpiss dich! Das ist unfair, das Viech ist schneller als ich. Warum gibt es hier keine Fliegenklatsche? Am Anfang ließ sich das Mistviech voll leicht fangen, ey. Das Mistviech jetzt. Komm her. Na, Drecken, wie geht's dir? Hoffe, bei dir ist alles schick. So, das blöde Viech ist weg. Irgendwo.
Na, wo sind sie? Wahrscheinlich sind die da oben, oder? Die anderen zwei Fragmente. Drei habe ich ja schon. Haptisch. Habe ich eigentlich meine Insekten? Habe ich schon, okay. Verkaufe Obst. Kriegen wir hin. Ah ne, für ihn brauchen wir das ja. So, wo sind denn deine anderen Seelen? Das wäre doch was für Drängen, oder? Drängen steht doch auf Ameisenform. Ha! Ich hab dich, du Mistviech! Oho! Ein Fichtenbock! Da habe ich wohl einen Bock geschossen! So. Nur die blöden Seelen finde ich nicht. Ach, aber. Bin auf 1800 und gefühlt am Töten, aber sonst gut. Auf was stehe ich? Auf was stehst du? Weiß ich nicht mehr. Irgendwo ein paar Birnchen dran oder so. Ach, das waren gerade die wieder. So, also irgendwie. Sind hier auch keine Seelen. Jetzt auch keine flattern, da oben ist ein Stein. Oh, was haben wir denn da? Habe ich gesehen. Ja. Alle, ja. Ich finde die Seelen nicht. Ah, da haben wir einen schönen dicken Brocken. Ah, den angeln wir für Drängen.
Komm schon. Ah, das ist doch ein schöner, hä? Ein Seebarsch für Drängen. Gerade bei eBay gesehen, 3 Päckchen Trockenhefe eines bekannten Doktors. Startgebot 10 Euro, liegt aktuell bei 72,50 Euro. Und Auktion endet in 10 Stunden. Ja, die haben doch einen Schuss nicht gehört. Hier haben wir. Ja, so nicht. So, wir könnten ja mal gucken. Hast du eigentlich mitbekommen, Blümchen? Ich habe dir vorhin einen schönen Karpfen gefangen. Ey, wie sieht's mal daheim? Ich glaube, das war doch sie, oder? Jo! Willst du meine Bude inspizieren, Platsch? Tu dir keinen Zwang an. Ich wollte mit dir reden. Hey, Tigerle, Glückwunsch zum Haus. Für dich hat Tom Nook sich selbst übertroffen. Also, wie sieht's drin aus? Du solltest mich echt bald mal einladen, Platsch. Okay. Kann ich sie denn einladen? Deine 12 Rollen Klopapier will kein Mensch haben. Weil die sind schon alle gesättigt und mit Klopapier vermein. Ich finde die Seelen nicht. Hat sich vielleicht eine zum Flughafen verlaufen? Nö. Abtisch. 8 Kilo Nudeln hergestellt mit Mehl, Eier und Öl. Meinst du, die kann ich reinstellen? Nein. Die will doch kein Mensch haben. Außerdem, Nudeln gibt's genug. Hefe braucht ein Land. Stell mal Hefe her. Oh, komm schon. Der ist immer gierig. Tja, nur ist das nicht alles nicht, was ich suche. Da oben sehe ich halt nur bedingt hin. Aber ich vermute tatsächlich, dass die da oben sind, weil ich bin jetzt 2-3 Mal alles abgelaufen. Alter, really? So viel dazu. Ein Buhu-Seelenfragment. Jetzt fehlt nur noch eins. Wie viel haben wir denn? Oh, reicht. Pure Hefe, also für Bierherstellung und Wein, kostet das Kilo 30 Euro. Das ist aber normal, da es reine Zuchthefe ist. Ja. Erstmal
Verkaufen. Und ich habe halt immer noch keine Ahnung, wo ich jetzt herkriege. Muss ich da auf ein anderes, auf eine andere Insel? So, dann brauchen wir Kescher. Also, warte mal. Erstmal nicht, dass da gleich was kommt, von wegen Baue. Ja, bastle Sachen, siehst du? So, herstellen, ich brauche Kescher. Dankeschön. Komm her, du bist Viech. So, so, hab dich. Da haben wir sie doch. Ein Buhu-Seelenfragment. Juhu, das war das letzte. Jetzt schnell zurück zu Buhu. Na, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Es ist vollbracht. Du hast alle Fragmente meiner Seele gefunden. Also dann gib sie mir schnell. Bitte sehr. Perfekt, das sind alle 5 Fragmente. Tada! Ah, endlich wieder vollständig. Puh, ein Glück. Vielen Dank, ich fühle mich großartig. Oh, ach ja, deine Belohnung. Was gebe ich dir denn? Ach, Möbel mag jeder, oder? Ich kann dir etwas geben, was du noch nicht hast. Oder etwas Teures. Was hättest du gern? Etwas Neues. Gut, in Ordnung. Etwas Neues. Etwas, das du noch nicht hast. Ob du schon eine große Sammlung hast oder nicht. Ich denke, ich habe genau das Richtige für dich. Hier, bitte sehr, ich gebe dir einen Handtuchhalter. Ich lege das gute Stück in deine Tasche. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Mach's gut, bis dahin. So, was willst du denn? Gruselige Geheimnisse. Wenn du hier unheimliche Entdeckungen machst, musst du das für dich behalten, sonst gerät die Insel noch in Verruf. Weitere Informationen zur Schweigepflicht findest du in deinem Vertrag § 73 Absatz 4. Nukmalen, ängstlicher Geist, 300 Nukmalen erhalten. Okay, da kommt wohl öfter. So. Wo ist das Mistviech?
Mango, sag mal, hast du hier irgendwo eine Spinne gesehen? Ich glaube, der hat keine gesehen. So, wo ist das Mistviech? Ah, hier haben wir einen schönen dicken Brocken für Drecken. Na, ein Barsch für Drecken. Und wehe, du isst die nicht mit Schuppen und Kräken. Ah, hier haben wir einen schönen kleinen. Das ist wahrscheinlich ein Bitterling, der ist für Kelly. Doch kein Bitterling. Eine Karausche für Kelly. So, wo ist das Spinnenvieh? Komm her. Haben wir hier oben irgendwas? Nein. Da haben wir noch einen schönen dicken Brocken, der ist aber für Bam Bam. Da bleibt euch diesmal die Schnabel sauber. Oh, ein schöner Seebarsch für Bam Bam, hey, der schmeckt ihm sicher. So. Du vermaledeite Drecksmistspinne, ich finde dich noch. Wie findet ihr eigentlich meine schöne Sandburg und mein Teddybären, hä? So ist doch schön, hä? Ah, so ist schöner. So. Nein, falsch. Ja. Fange eine Makrele. Eine Makrele war... erstmal Kaulquappe. März bis Juli durchgehend. Im Teich. So, was war denn da jetzt? Hassel, Karpfen, Karausche... Makrele! Mehr. So, der Fichtenbock ganze Jahr zu jeder Zeit. So.
So, wir gehen mal ganz kurz. Bei 4, 6, 8, 16, 24, 32, easy. Da hat nur genug Platz. So, eine Ameisenwurm. Kriegen wir da? Wo sind die jetzt? Oh. Ja, macht voll Sinn, ne? Ja, okay. Und wie komme ich jetzt an das Zeug hier? Besser.